Ja, hallo YouTube. Heute 535D nochmal. Wir haben jetzt die Turbolader bestellt. Wie ihr mitbekommen habt, sind in dem Fall beide Turbolader defekt. Es haben beide Turbolader Spiel. Wir haben soweit alles ausgebaut. Wir werden in dem Zuge dann, wenn die neuen Lader da sind, die ganzen Unterdruckschläuche neu machen. Es ist natürlich so, dass die Unterdruckschläuche mit der Zeit porös werden, rissig werden und dann natürlich es nicht mehr gegeben ist, dass die Turbolader sauber arbeiten. Wie schon gesagt, dann sagt schon der Name, die Unterdruckschläuche, die steuern quasi per Unterdruck oder per Unterdruck deine Druckdosen. Das heißt, die steuern damit quasi die Verstellung an von den Turboladern, wie die Turbolader zu arbeiten haben, wann der kleine, wann bis wann der große. Wenn diese Verstellung nicht mehr funktioniert, dann hat man natürlich auch nicht die volle Leistung. Deswegen ist es ganz wichtig, macht die Schläuche, ja, ich sag mal so, wegen mir so ab 100.000 Kilometer, 10 Jahre, sei mal ganz vorsichtig, also wenn ihr so ein Baujahr 2007er Modell habt, dann guckt mal danach und erneuert die Schläuche. Wie schon gesagt, ist immer ein bisschen schwierig. Manche werden früher porös, manche nicht. Also man kann sich jetzt da auch nicht auf ein Datum festlegen. Aber ich denke, wenn er jetzt so ein Fahrzeug kauft, ja, die haben angefangen, ich glaube 2005 war Baujahr, erstes Baujahr von den E60 Modellen. Ja, ich sag mir, die so 5, 6, 7, 8 Jahre haben. Einfach mal die Schläuche rausmachen, erneuern, danach schauen, dass da alles sauber ist. Genauso das Thema mit den Dreiklappen, das haben wir ja im Video schon erklärt. Dreiklappen auf jeden Fall bei den ersten Modellen, Brücke runter, sofort Dreiklappen raus. Einfach um das Risiko zu minimieren. Abgasrückführventil zum AGR-Kühler wird oftmals undicht. Und dann haben wir das Problem, dass es anfängt zu schmelzen und unter Umständen auch zu brennen. Man sieht es hier an der Ansaugbrücke. In dem Fall ist die leider schon leicht angekokelt. Ich versuche mal ein bisschen hinzuzoomen. Wenn man mal genau Richtung Ansaugbrücke hinzoomt, dann könnt ihr es auf jeden Fall schon relativ gut erkennen. Das heißt, wir hatten hier einen Haarriss oder einen Riss und dann sind quasi die ganzen Abgase sind dann quasi hier oben gegen die Motorabdeckung. Da ist jetzt auch ein Loch drin und hier hat schon die Ansaugbrücke angefangen heiß zu werden durch die Abgase und auch schon zu schmelzen. Wenn die natürlich kaputt geht, kostet es richtig Geld. Ja? Deswegen immer danach schauen. AGR-Kühler. Auch ein Riesenthema. Oft brechen die innerlich. Ja, dann wisst ihr selber, was es heißt. Da hinten Rauch, da denkst du, wunder was, da ist irgendwas Großes kaputt. Nein, AGR-Kühler, immer gucken. AGR-Kühler hat noch eine zweite Schwachstelle, die zeige ich euch jetzt. Und zwar hier. AGR-Kühler reißt oft auch an dieser Stelle. Ihr müsst euch vorstellen, ja, alles bewegt sich, es wird kalt, es wird warm und es ist einfach so, das flexible Stück ist nicht umsonst da, obwohl natürlich alles an den Motor angeflanscht ist, aber es gibt natürlich Vibrationen. Ja. Also das wäre jetzt gelogen zu sagen, wenn hier nirgendwo Vibrationen entstehen. Deswegen ist hier auch alles relativ flexibel, deswegen ist hier auch das flexible Teil daran. Hier gerissen. Riesenauswirkungen, keine Leistung, stinkt, tut, macht. AGR-Kühler tauschen. Ich will euch nicht anlügen, AGR-Kühler kostet irgendwo so 450, 500 Euro, soweit ich weiß, bei BMW. Sind 1, 2, 3 Schrauben, AGR-Kühler raus, neue rein, Ruhe. Ja? Also nicht immer, wenn es hinten weiß raucht, gleich Thema hier Kopf kaputt, alles kaputt. Ja, nein. 525, 530, 535D. Ganz ehrlich, ich habe noch nicht einmal von dem Zylinderkopfschaden gehört. Und ich habe viel mit diesen Autos zu tun. Ja, das heißt, wenn man da nicht irgendwas übertreibt, softwaretechnisch oder, dann passiert da nichts. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Sonst wäre eigentlich alles mal soweit gesagt. Wie schon gesagt, Motorprobleme, nein. Anbauteile, klar. Wir haben hier noch das Thema mit dem Ölabscheider, das ist auch noch so ein bisschen eine Krankheit. Guckt danach, der hier hat 300.000 Kilometer. Den Ölabscheider ab und zu mal tauschen. Gucken, kostet 30, 40 Euro, habe ich schon mal gesagt im letzten Video bei eBay oder Kfz-Teile 24 oder wie sie alle heißen. Völlig stressfrei. Ja? Sonst gibt es nichts zu beachten.
Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis bald. Ich freue mich auf euch. Ciao.